Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis, direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Es gibt ein Update. Oh, ich liebe Updates. Zur Verbesserung deines Spielerlebnisses wurde Splatoon 2 optimiert. Weitere Infos findest du auf der offiziellen Website. Ein Patch? Das ändert alles. Naja, alles wohl nicht. Mehr Infos dazu findet ihr jedenfalls auf der offiziellen Website. Das schaue ich mir gleich mal an. Kommen wir zu den aktuellen angesagten Arenen für den Standardkampf. Buckelwalpiste. Heilbutthafen. Ich würde hier wirklich gern mal einen dieser riesigen Kräne steuern. Folge deinen Träumen, Perla, aber warne mich, wenn es soweit ist. Weiter geht's mit den Arenen für den Rangkampf. Perlmutter Akademie. Und Störwerft. So Marina, verrat uns mal, wofür man so einen Werft eigentlich braucht. Da kann man sich voll toll den Sound von riesigen Maschinen anhören. Es fehlen noch die Arenen für Ligakämpfe. Korallenviertel. Und die Moränentürme. Für ein Parkhaus ist hier echt nichts los. Hier düsen ja kaum Autos, hallo? Also ich glaube, die kommen zum Parken her. Die Bär GmbH stellt ein. Bewerbt euch noch heute? Etwas mehr Enthusiasmus bitte. So, das war's dann auch wieder. Und denkt daran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Splatoon 2 Online. Ihr seht, ich habe eine Waffe gewechselt und so habe ich jetzt den Ampli-Klecks-Doppler. Und mit dem starten wir auch direkt hinein in eine neue Runde vom Nicht-Standardkampf, beziehungsweise in die erste Runde vom Rangkampf. Gut, ich habe selbst schon mal gespielt, aber noch nicht aufgenommen. Los geht's! Und es geht los im Störwerft mit dem ersten Rangkampf. Wir spielen Turmkommando. Ich glaube, diesen Modus habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Aber ich nehme an, es ist ziemlich leicht zu denken. Man muss die Türme erobern. Das ist eigentlich, glaube ich, der Sinn dahinter. Aber die Gegner werden natürlich auch nicht auf sich warten lassen. So, unser Turm. So. Scheiße. Checkpoint 1 haben wir schon mal erreicht und er verteidigt noch. Scheiße, alle tot. Fuck off. Hört auf, den Turm zu schieben. Er schiebt in die falsche Richtung, ihr Missgeburten. Ich bin ein sehr freundlicher und sozialer Spieler. Ich denke auch immer dran, dass... Turm gesichert und er bewegt sich wieder in die richtige Richtung. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, dauern Rangkämpfe etwas länger als normale Standardkämpfe. Und zwar 2 Minuten länger in der Regel. Aber auch das kann variieren. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, der hat auch diese Waffe. Ich sollte tatsächlich wieder mit der Airbrush spielen, denn damit bin ich einfach besser. Und man kann enorm gut Punkte sammeln. Was mich aber irgendwie komisch finde beim Rangkampf ist, der gesamte Fortschritt des... Ja, wahrscheinlich. Der gesamte Fortschritt des vorigen in der Leiste ist weg. Also der Rang bleibt, klar. Aber das, was man schon geschafft hat, das ist danach wieder weg. Oh, ich meine, habe ich sie jetzt gekillt? Wieso stelle ich mich auch so dumm an? Ja. Der Gegner führt, was? Fuck, wir müssen die da einfach runterkriegen. So, schön wieder drauf auf den Turm. Scheiße, mach sie kaputt! Fuck off! Turm in Gegnerhand. Ihr seht, ist ein ziemlich rasanter Spielmodus. Komm weg da, bitte sagen mich, tötet jetzt nicht gleich wieder wer. Scheiße, aber ich habe sie auch gekillt. Und noch gehört der Turm uns, also. Da steht er jetzt wieder. Achso, wir müssen immer eine Zeit lang stehen bleiben können, scheiße, und dann jetzt wieder scheitern. Ich sollte mich einfach mal porten. Checkpoint 1 passiert. Nice. Damit holen wir wieder komplett auf. Was? Nein, wo kam der denn her?
Ja, die Gegner sind natürlich auch einfach. Komm, schieß, schieß, schieß. Wir haben schon 6.2 erreicht. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Komm schon. So, was? Schon geschafft? Dann muss nur das Stückchen darauf gehen. Gut, ich habe jetzt nicht so viel dazu beigetragen, aber ich nehme die Punkte trotzdem gerne an. Und damit haben wir K.O.-Bonus, wenn man eindeutig gewinnt und die Zeit nicht abläuft, hat man 500 und der Gegner 0. Und man bekommt für den Sieg 1200, beziehungsweise für den K.O.-Bonus halt. Ich habe nur 6 Kills gemacht. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das gibt ein bisschen XP in der Rangleiste und ordentlich Bonus in der Stufenleiste. Ich würde sagen, wir hauen uns einfach rein in eine nächste Runde. Und eine nächste Runde. Tom Commando steht an, diesmal in der Perlmut Akademie. Ziemlich cooler Modus. Was war gerade mit meiner Stimme los? Ja, wir haben auch schon andere Modi gespielt, also ich gestern. Da gibt es einmal den Goldfisch. Um halt diese Goldfischkanone zum Gegner bringen muss. Fuck off! So, getötet. Verpisst euch. Turm gesichert, so. Von wo können die Noobs überall kommen? Genau, schießt dich schön zu mir am Turm drauf. Das ist... Check, was passiert. Das ist sehr, sehr gut. Ich gehöre vor. Oh, fuck. Der hat mich gekillt. Checkpoint 2 erreicht. Okay, komm, 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 komm. Fuck! Unser ganzes Team ist tot. Scheiße, der Turm bewegt sich in die falsche Richtung. Aber wir haben schon ganz gut vorgelegt. Einfach weiter flüchten. Die Farbe ist scheißegal in diesem... Was? Ach komm, wie unfair. Eine Bombe dran platzieren ist halt echt nicht blöd. Schieß doch. Oh mein Gott, der Mann. Was? Die sind schon wieder mit, ich bin gerade nicht aufs Gebäude. Fuck off! Gegner an Checkpoint, Gegner an Checkpoint. Scheiße! Wieso erreichen? Wieso? Wieso sind die zu zweit und ich bin da alleine? Kann das mal einer erklären? Gib mir noch endlich meine Special. Schön zerstört. So. Turm gesichert, schön Punkte sammeln. Auch checken, dass diese Noobs von Gegnern nicht kommen. Scheiße! Du, eine Haftbombe war das? Nicht mal durch ihn, oh, das ist peinlich. Ich teleportiere mich zu ihnen. Schnell, schnell! Noch 51, aber es scheint, als hätte der Turm angehalten. Ja, scheiße, ich habe noch erwischt. Der Turm steht, der Turm steht, der Turm steht! Wann haben die Gegner schon wieder? Shit. Komm, diese Drecksbomben können eh nichts. Einfach davon schwimmen. Einfach alles sichern. Ich gehe da mal lieber ein bisschen voraus. Müssen wir den Checkmate jetzt nochmal passieren, oder? Oh, fuck off. Fuck! Wie waren die da zu dritt? Die verstecken sich da. Was sind denn das für Asis? Schieß, schieß, schieß. Hä? Ja, bestimmt. Schieß da drüben und er fällt genau auf mich drauf. So, der Turm bewegt sich in die richtige Richtung. Turm gesichert, was? Ja, so gesichert. Ich denke mal, also, hä, Turm gesichert. Aber mit einer scheiß Bomben. Fuck off! Ah, scheiße, da muss nur einer von. Da muss nur einer immer draufstehen. Es müssen nur von einem Team mehr draufstehen als vom anderen. Komm, das werden wir doch nicht. Turm in Gegnerhand. Das werden wir wohl doch nicht verlieren. Komm, kann da bitte mal einer raufgehen? Oh, fuck! Scheiße! Noch keiner uns! Was? Nein! Oh mein Gott, wieso sterben die alle? Warum sterbe ich die ganze Zeit? Warum sind die Gegner auch so nervig?
Gehen auch alle auf einen. Was? Nein, wehe, wehe. Danke, Nintendo, danke. Wenn jetzt wieder die Anzeige kommt, dass irgendwas nicht geht. Ich danke, Nintendo. Echt nett von euch, danke. Danke, Nintendo. Props an euch. Und nachdem ich noch zwei weitere Male beim Suchen einer Lobby einen Fehler bei der Datenübertragung hatte, darf ich jetzt auch wieder spielen. Danke. Naja. Wir spielen noch immer dieses Turmspiel. Und ich habe noch immer den Kleckstoppler, diesen Empire-Kleckstoppler. Den ich sowieso nicht einnutze, denn der kann ja das hier, der kann sich ja so herumrollen. Hier ist der erste Checkpoint. Komm, gib her. Also wir müssen ja den Gegnern jetzt entgegenfahren. Darauf habe ich richtig Bock. Was? Er hat mich in der Luft getroffen. Ja, ist klar. Fuck off, Realität. Er hat mich in der Luft vielleicht einmal getroffen. Ja, schieß halt auf mich, wenn ich raus in den anderen... Es wird immer so unfair, wenn man zu 37 angegriffen wird. Oh mein Gott. Gegner am Checkpoint, das ist sehr toll. Lass mich doch nach oben. Krepiert endlich. Ja, komm. Ja, schön gestorben. Der Turm bewegt sich und das positiv. Schieß mich mal lieber zum Tobi. Und räume da vorne das Feld frei. Wie die Gegner haben ihn auf einmal? Und sind den hier auf Amazon auf einmal bestellt oder wie? Hallo, ich will Turm haben. So, getötet, getötet. Das ist der Checkpoint. Der hört sich an, als würde er auf Zahnrädern fahren. So, alle gekillt. Fuck off. Shit. Was? Wie können alle tot sein? Wieso bewegt sich der jetzt auf einmal so schnell? Wenn wir draußen bewegt sich der viel langsamer. Und die führen auch noch. Da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Oh mein Gott. Erstmal erledigt. So, Isma haben wir auch noch gekillt mit unserer Special. Konnten wir noch erledigen. Skripier doch endlich. Hä? Ja, versteck dich hinter mir, ist kein Ding. Wir haben halt auch den viel kürzeren Weg zu dem Teil. Wir müssen jedes Mal neu hinlaufen. Ja, bringt ihn wieder in die Mitte. Das ist so nervig, wenn man den ganzen Weg herumschiebt. Dann kommen die so, nein, andere Richtung. Ich weiß, dass das Spiel nur ist. Ja, schön aus der Luft geschossen. So, der kann da oben bleiben. Scheiße, aber ich habe ihn nicht erwischt, aber war anderer egal. Was? Schieß, 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 bevor er tot ist. Ja, bestimmt. Zu 37 sind die drauf. Zu viert ist klar, kein Ding. Fairness ist richtig hart am Bienen. Bestimmt. What the fuck? Wie unfair ist es, wenn mich hin TP und während ich lande, ich war noch in der Luft, ich war noch nicht mal am Boden. Ja, wie? Wieso kann der hinter mir sein? Das ist meine Base. Wie oft kriegt er jetzt noch eine Special? 100 Mal, 1000 Mal. Oh mein Gott. Aber wir könnten jetzt halt echt mit der Zeit spielen. Nett mich mit, nett mich mit. So, erstmal getötet. Beinhart überfahren.
ich hasse es, wenn die immer von hinten kommen. Man denkt halt nicht, dass die von hinten kommen. Komm, einfach nur den Turm behalten. Was? Nein! Turm in Gegnerhand, oder? Nee. Wir sind dort, wo wir schon mal waren. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm. Nein, das haben sie nicht gemacht. Solche Hurensöhne, so 10 cm vor dem Ziel. So, Turm gesichert. 2, 1, wir müssen das eigentlich gewonnen haben. Sollten wir eigentlich gewonnen haben. Ich meine, allein schon an der Farbe erkennt man, wir waren eindeutig weiter vorne. Ja, haben wir doch recht ein. So, es war punkttechnisch ja sogar ein bisschen knapp. Und eben, es gibt jetzt nur diesen Siegbonus von 1000 Punkten, weil wir eben nicht gewonnen haben, sondern nur mehr Punkte erreicht haben in der Zeit. Und dadurch eben gewonnen haben. Es gibt wieder ordentlich Punkte für den Rangkampf dazu. Und enorm viele Punkte in der Stufe. Und ich würde sagen, eine letzte Runde geben wir uns noch. Und es gab auch eine Map-Aktualisierung. Das heißt, wir spielen jetzt Operation Goldfisch. Wo wir die Kanone zu uns bringen müssen. Ne? Oder zum Gegner bringen müssen. Ne? Zu uns, das wäre richtig easy. Und da gibt es ja diese Goldfischkanone. Und die Maps wurde auch aktualisiert. Ebenfalls sehr positiv. Und die Gegner sind nicht tot, aber fuck. Was? Wie haben sie doch freigemacht? Die können die dann überhaupt nehmen? Oh Gott, die haben die scheiß Goldfischkanone. Das fängt schon mal sehr, sehr schlecht an. Wobei ich dazu sagen muss, dass dieser Modus auch nicht gerade der fairste ist. Weil es passiert gut und gerne mal. Was, er hat gewonnen? Nein. Er ist einfach durchgerusht. Juckt ihn nicht. Geil. Echt nice. Danke. Schöne, tolle letzte Runde. Vor allem eine sehr lange letzte Runde. Gut, ich würde sagen, wir spielen das nächste Mal auch wieder. Und dann schicken wir mal wieder Standardkampf. Lasst einen Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen, schaut den ganzen Social Media Kram vorbei. Was? So viel habe ich auf einmal im Rang? Okay. Da habe ich auch sogar einen zweiten Riss bekommen. Schade. Na gut, das war's mit der Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.